Schlesien nennen die Berliner U-Bahner die Endstation der Linie 1 in Kreuzberg, den Bahnhof Schlesisches Tor. Wenn nachts zwischen 1 und 4 in Berlin kein U-Bahn-Zug mehr fährt, dann haben hier die drei wachhabenden Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe BVG viel Zeit zum Erzählen. Wenn ich hier mit BVG mich unterhalte, die hier 30 oder 35 Jahre oder 25 Jahre da sind, ja, dann sag ich, Junge, was du bekloppt, hier willst du sofort zu arbeiten, man. Ist hierher gegangen. Körperlich arbeite ich hier nicht. Aber seelisch, ja, das geht hier vor der Hunde. Das ist immer klar. Naja. Müsste Sie mal sehen, wenn Sie hier stehen, da steht so ein kleiner Pisser draußen. Ja? So ein halber Tempe. Könnte Ihr Kind sein. Ja? Und er sagt, du Arsch, was willst du von mir? Ja? Du Fromms. Oder Beleidigung, oder? Dann möchte ich Sie mal sehen, was Sie machen. Da stehen Sie hier, die Hand in der Hand. Die Hand in der Hundentasche. Ja? Was soll ich da machen? Ja, ja. Ja. Das ist wirklich so, wa? Ich sag ja, man nimmt ja nur mal das Einzelne raus. Sie kommen hierher, Film. Andere haben wir auch hier gehabt und Fernsehen auch. Man sieht dann immer nur den kurzen Moment. Aber mal so eine richtige Schicht durchmachen und erleben, was da so ein Mensch hier, was der in den Kopf geknallt kriegt und ja, was der verteilt und wie er es benehmen tut. Dann würden sie es verstehen. Seit wie vielen Jahren machen Sie das schon? Ne? Na, ich fahre auch 10 Jahre schon. Na, ich fahre erst 2 Jahre. Also es wird schon länger. Ist das eigentlich interessant so, U-Bahn fahren, oder döst man da eigentlich nur so mehr vor sich hin? Ne? Nee. Man hat ja immer Unterhaltung. Ja. Der eine weiß immer mehr, wie der andere zu erzählen. Ne? Ja. Aber sie zum Beispiel unsere ganze Reihe hier zusammen, ist sehr schön. Auch mit diesen türkischen Kollegen hier, die stricken ja nun fleißig. Na ja, und zeigen die uns das und alle sehr, sehr nett. Wir haben uns auch beide in der U-Bahn. Ach, Sie haben sich in der U-Bahn kennengelernt? Ja, immer an den Kottbusser Tor. Schon ein paar Jahre. Schon ein paar Jahre. Na, guten Morgen, und dann erzählt man sich und so fahren wir denn zusammen. Was erzählt man sich denn hier so morgens früh? Ach, naja, wir sind alles. Was man so erlebt und so. Ja, und dann was vom Kochen und Sonderangebote und Weihnachtsgeschenke. Was denken Sie, wenn Sie jetzt hier in der Früh um 5 Uhr zur Arbeit fahren und Sie sehen so die anderen, die kommen so aus den Diskos zurück, die Überreste? Ich da so drüber denke, na ja, wir müssen arbeiten gehen und die gehen jetzt schlafen, wa? Ja. Leben Sie das oft? Hier? Ja, viel ja, sogar. Hier. Manchmal wird man auch sehr angepöbelt, ne? Also wer reagiert nicht drauf? Die haben schon so oft gesagt, Mensch, seid ihr blöde, weil ihr geht ackern, wa? Ja. Ja. Ihr müsst so mal eine Macke haben und sowas alles, ne? Ja, aber. Haben Sie da schon mal so was Lustiges erlebt auch hier? Ja, ich auch. Ach, na ja, da kam der. Die haben schon mal eine Pulle mitgemacht, dann haben wir die mit angesetzt. Ja, und dann haben sie rein, war alles besetzt und da kam so ein junger Mann aus. Wunder nicht. Und da sagte er, Oma, ich habe keinen Platz. Ich setze mich bei dir auf den Schoß und ich sah aus Quatsch, mach doch, Junge. Und der hat sich prompt hingesetzt, noch bis er eine Station sitzen. Er den natürlich Theater immer sagt, was fällt ihm ein und so, dann. Warum lasst du? Wir waren auch mal jung, es war eine andere Zeit. Man muss eben mitgehen mit der Zeit. Also den Tschüss, meine Herren. Ja, tschüss. Soll ich mal wieder in eine deutsche Oper vortanzen? Ja, lieber. Die warten nämlich schon auf mich, ne? Ja. Muss er denn aussteigen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Guck, wie es immer liegen bleibt. Also tschüss denn, ne? Wiedersehen. Da und gucken nur böse und keiner sagt was. Und wenn wir hier mal unsere Späße machen oder irgendwie, weiß ich, irgendwelche Sprüche machen, die überhaupt nicht gegen die Leute gerichtet sind, dann sagen dann nichts, aber sie gucken alle furchtbar böse. Das
So als wäre das irgendwie was völlig Verbotenes, morgens statt zur Arbeit nach Hause zu fahren und bunte Haare zu haben. Reiner Neid, ey, die wollen auch nur lieber nach Hause fahren statt zur Arbeit. Zwischen den Bahnhöfen Kurfürstenstraße und Gleisdreieck verlassen die Züge der Linie 1 den Untergrund. Durch die Rückseite eines ganz normalen Mietshauses wird die Reise nach Kreuzberg jetzt als Hochbahn fortgesetzt. Die erste Hochbahnstation heißt Gleisdreieck. Nur der Name erinnert noch daran, dass sich hier vor der Teilung der Stadt ein belebter Verkehrsknotenpunkt befand. Heute ist dieser Geisterbahnhof in erster Linie ein Baudenkmal. Denn die Hochbahn ist die älteste U-Bahn in Deutschland. Erbaut wurde sie zwischen 1896 und 1902 von der Hochbahngesellschaft, einer gemeinsamen Tochter von Siemens und Deutscher Bank. Bis 1938 war sie Teil einer privaten Aktiengesellschaft. Dann wurde sie zum Eigenbetrieb der Stadt Berlin. Und das ist sie auch heute noch. Wir fahren jetzt in östliche Richtung, durch Schöneberg und Tiergarten nach Kreuzberg. Schon 3 Stationen liegt der Bahnhof Zoo hinter uns. Er trennt wie eine unsichtbare Grenze 2 Welten. Die Züge, die vom Zoo in Richtung Westen fahren, unterqueren ein Reich der Büros, Banken, Universitäten, Kaufhäuser und die ruhigen, bürgerlichen Wohnungen Charlottenburgs. Die westliche Endstation schließlich liegt JWD in Ruhleben, zwischen Villen, Kleingärten und Industriegebieten. Über den Landwehrkanal geht die Reise jetzt durch Kreuzberg. Draußen zieht eine Stadtlandschaft vorbei, an der die Wellen von Zerstörung und Aufbau deutliche Spuren hinterlassen haben. Dieses Band aus Stahl ist für Kreuzberg mehr als nur ein Transportmittel in die City. Die Linie 1 war und ist das Rückgrat des Stadtteils. Trotz oder vielleicht gerade wegen all der Veränderungen, die der Kiez durchlebt und durchlitten hat. Auf ihrem Wege sammelt sie vieles von dem, was Berlin hier mehr als anderswo an Ungereimtheiten bieten und vor allem an Geschichten erzählen kann. Eigentlich mal passiert, dass Sie jemanden kennengelernt haben, angesprochen worden sind, bestimmt hier beim Zugabfertigen. Ne? Ja, also bestimmt mehrmals. Dann schaue ich nach Hause und sage immer zu meiner Schwester, gucke mal, was ich heute wieder alles für Telefonnummern bekommen habe. Und dann, das passiert mir öfter eigentlich mal. Da bis aber mal, kann mir die Leute mal gar nicht mehr richtig merken. Wenn ich nach Hause komme, dann gebe ich die Telefonnummern zwar auf, aber angerufen halt da selten bei jemandem. Aber schon mal bei jemandem angerufen, ne? Ja, aber da muss mir dann aber schon mit gefallen. Ja? Die meisten gefallen mir ja mal nicht so gut.
Da sprechen mich doch immer gleich die Falschen an. Oh, und was sind das meist für Leute, die dann sie ansprechen? Ne? Naja, die manche auch so Alkoholiker hier vom Bahnhof, irgendwelche Leute. Ja, da gibt es ja alles Arbeitslose, Drogensüchte und also da gibt es eigentlich alle, da kann man überhaupt nicht sagen, da gibt es Bankangestellte und also quer durch den Gemüsegarten. Haben Sie mal jemanden kennengelernt, so gut kennengelernt, der Sie hier angesprochen hat? Gut. Ja. Also viele, ich habe eigentlich viele Freunde, jetzt auch so Leute, mit denen ich dann manchmal weggehe und so, die kenne ich alles, also viele auch vom U-Bahnhof. Ist ja klar, hier ist ja jeden Tag auch bei los und überall trifft man welche, die zur Schule fahren und die weggehen. Mhm. Und ja, die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Also ich fuhr mit der U-Bahn zum Sport und dann musste stehen, es gab keinen Platz mehr. Ein Mädchen war da auch ohne Platz. Wir standen also beide neben einem Mann, der dann anfing, Zeitung zu lesen, seine Zeitung aufschlug. Und wir lasen beide über seine Schultern mit. Dabei kam es dann, dass wir uns anguckten und lachen mussten, weil wir nun beide die gleiche Idee gehabt hatten, nämlich die Langeweile, die man immer so beim Fahren hat, damit zu überbrücken, dass man eben jetzt beim anderen einfach mitliest. Und der hatte sich auch nicht stören lassen, der Mann. Naja, dann waren wir bei der Möckernbrücke angekommen, wie das so ist. Man verpasst ja die Chancen. Also da musste ich dann gleich an diesen Markt der vertanen Chancen denken, nämlich solche Anzeigen in der TIP, wo Leute kleine Kurzinserate schalten, um die Personen nochmal wieder zu suchen, die nirgendwo mal über den Weg gelaufen sind. Oftmals ja sogar in der U-Bahn, weil das sieht man also relativ oft, dass irgendwelche Leute aus U-Bahnen gesucht werden. Da habe ich so eine Anzeige reingesteckt, da suche dich, du mit süßem Lächeln, U1, Dienstag, 28.10., 19 Uhr und so weiter. Und ja, was war das Resultat? Ich bekam einen Anruf. Das Mädchen fragte gleich, sag mal, hast du einen blonden Zopf? Aber damit kann ich nun wirklich nicht dienen. Sonst ist da nichts weit rausgekommen. Wieso hast du die eigentlich nicht angesprochen? Ich habe sie ja angesprochen, also so ein bisschen Smalltalk haben wir gehabt, aber mehr auch nicht. Dann waren wir auch schon beide wieder eingebunden in dieses Ablaufschema U-Bahn. Also man steigt ein, die Türen gehen zu, man wartet auf den nächsten U-Bahnhof, auf den übernächsten und dann steigt man wieder aus. Und das habe ich also schon oft erlebt, in U-Bahnen lernt man kaum Leute kennen. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr jemanden kennengelernt habt in der U-Bahn? Ja, klar. Wie denn? Naja, wir saßen uns gegenüber, haben uns mal angelacht und naja, dann kam mal ein Gespräch. Ja, und dann haben wir uns mal getroffen und dann wurde was raus. Ja? Ja, für 2 Wochen oder so, nicht lange, aber war gerade mein Typ gewesen, naja. Erzähl mal, was war das für ein Typ? Ist es so abgelaufen? Ja, dann saßen wir uns gegenüber. Da haben wir uns erstmal zuerst angelacht, ein bisschen peinlich gewesen. Naja, und er meint danach, du bist bestimmt Kyo-Fan. Ja, meine ich, ja klar. Und meine ich, naja, und du bist bestimmt Wissig Heino-Fan, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Naja, und da kam man mal ein Gespräch, wie heißt du, ja, wie alt bist du, wo wohnst du, aufgeschrieben die Telefonnummer, ja. Naja, und dann Wissig getroffen, ja, geknutscht und mein Freund gewesen. Ja, da kamen wir irgendwie zusammen für 2 Wochen und dann war wieder aus, haben wir es mehr gesehen. Die Station der U-Bahn ist die unterste Plattform des Bahnhof Zoo. Wer seine Reise nach Berlin 2 Etagen höher beendet im Fernbahnhof, den erwartet oben das Festtagsgesicht der Jubiläumstrubel. Eine Rolltreppe tiefer, nur das Gesicht des Alltags. Ha
Das ist eigentlich ein interessanter Job, den Sie hier machen. Nee, möchte ich nicht sagen. Das ist so eine Arbeit, so eine monotone Arbeit, wie jede Arbeit ist. Ich sehe das so, diese Arbeiten sind als solches, die füllen mich nie aus, aus dem einfachen Grund. Ich schätze die anderen Arbeiten interessanterweise eben. Mein Handwerksberuf zum Beispiel, ich bin Fleischer vom Beruf, ich habe das jeden Tag mit an. Man kann sagen, alle Stunden andere Arbeiten ausgeführt. Und hier ist immer derselbe. Ist bei vielen Arbeiten, heute mit den ganzen Fließbandarbeiten, ist doch irgendwie ja, monoton sowieso schon erstmal. Wieso kommst du als Fleischer hier? Naja, weil es anstrengend ist, Fleischer. Es sind viele Handwerker hier. Selbst Meister, die irgendwann mal, oder Taxiunternehmen oder sowas, wo die gemerkt haben, dass sie eben 12 Stunden arbeiten müssen und hier verdienen sie 8 Stunden das Geld. Vielleicht ein bisschen freier der eigene Herr. Man kann als Taxifahrer fahren, wenn man will, aber man muss fahren. Das bleibt ja nicht aus. Und alle Berufssparten hier. Vorwiegend natürlich auch Handwerker, Gesellen. Aber wie gesagt, das könnte man ja ändern, wenn man woanders hingehen würde. Dann wäre das ja ganz einfach. Oder hätte die Chance gehabt von zu Hause aus, dann hätte man den studiert vielleicht mal, aber so. Wir haben Sie gerade beim Lotto hier gestört? Ne? Ja, also jetzt ist gerade Moment Ruhepause, Berufsverkehr ist rum. Und jetzt wollte ich ja wirklich gucken, ob ich am Freitag 1000 Buck in Urlaub nehmen kann, aber da war nichts. Sie machen am Freitag Urlaub? Aber natürlich. Der erste Urlaub dieses Jahr. Wo geht's denn hin? Mallorca. Ich muss noch ein bisschen wärmer haben, wenn die 20 Grad Kälte hier oben kommen, gell? Wie lange machen Sie das schon hier? 8,5 Jahre. Auf der Hochbahn immer? Auf der Hochbahn. Erst war ich im Untergrund, damit ich befördert war, auf die Hochbahn. Ja. Die Beförderung. Und immer hier am Cottbuser Tor? Ja. Also ich möchte sagen, es ist wirklich in Kreuzberg hier ein ganz gemischtes Volk. Ich möchte so sagen, ich habe vielleicht 50% türkische Kundschaft. Der Rest ist fest in rheinischer Hand. Viel Rheinländer, Frankfurter. Ja. Ja, und das, was dann minimal übrig bleibt, das sind dann die Berliner. Gibt es nicht so viele hier? Ach nee, ich muss mir schon suchen. Also. Und die Zeit haben wir nicht zum Suchen, wa? Kommen Sie auch manchmal so ins Gespräch mit Leuten, die hier bei Ihnen einkaufen? Natürlich, das ist ja schon normal. Das sehen Sie schon an Ihnen. Das ist ein Stehsgehörs. Was Sie am Supermarkt haben, Sie das nicht, weil die durch die Kasse durchgehen. Ja, und bei uns kann ja doch mancher Kunde oder Rentner doch mal stehen. Da werden schon so manche Probleme abgeladen, wa? Ist klar, sind viele Leute, die haben dann niemand mehr. Da freuen die sich schon, wenn sie mal so eine halbe Stunde, besonders im Sommer, mal stehen können. Es ist ja heute alles maschinell in den Kaufhäusern und Supermärkten. Und das ist eben doch da ein anderes Leben, wa? Was erzählen die Leute denn dann so? Das sag ich Ihnen lieber nicht. Also das kann ich manchmal selbst nicht begreifen, gell? Aber wie gesagt, das Allgemeine. Von
Eheprobleme oder was weiß ich, Arbeitsprobleme. Es ist alles vertreten, wa? Man hat viel Kunden, was sehr, sehr nett sind. Aber es gibt auch Kunden, wo der, wo wieder absolut sagen, der Kunde ist König. Weil die Leute ja nicht denken, dass da Menschen stehen, die denken, das sind Roboter. Man, das ist der Unterschied. Das macht die jüngere Generation wieder nicht so. Die haben auch mal, wenn sie sehen, dass sie bedienen, die haben noch mal 2 Minuten Zeit. Aber es gibt Leute, die haben gar keine. Ja? Und vor allen Dingen ist die U-Bahn fremd. Sobald die aufhört, müssen die aufspringen. Und das stresst ja auch ganz schön, wenn sie das sehen, wenn die da immer halb in den Türen hängen. Da soll man nicht glauben, dass Berlin eine Weltstadt ist. Aber Berlin habe ich gefunden, aber noch nicht die Weltstadt. Aber ich werde sie bestimmt noch finden. Ich bin ja erst 28 Jahre hier. Aber hallo. Hallo. Ja. Ein Wodka? Ich kann mich um meine Freunde, ich kann mich. Natürlich. Hä? Freunde vergisst man nicht oder so, gell? Ja. Na ja. So. Bitte schön, Vater. Kammer. Ja. Hier, DDR. Ich komme aus der Ostzone. Aus Cottbus. Aus Cottbus? Ja, voll drauf. Ja, hätten Sie vor ein paar Jahren mal hier sein müssen. Da ist ja schon mal in der Rhein heraus. Der Bahnhof als solches ist da geschlossen da oben. Ja. Da ist ja drüben einer reingefahren ohne Kopf. Die haben unterwegs haben die sich so einen Jux gemacht, sind auf den Wagen raufgestiegen. Also hier und dann, unterwegs während der Fahrt auf den Wagen raufgestiegen? Zwischen sozusagen, ich weiß nicht, hat da keiner richtig beobachtet. Auf alle Fälle ist der Rehe recht wegrasiert gewesen, die Schädeldecke. Oder das Gesicht weg gewesen. Der hat ja mit dem Rücken auf dem Dach gelegen, das Gesicht recht wegrasiert. Also der fuhr auf dem Dach mit? Ja, ja. Hier. Und flach liegend, weil er sich einbildete, er würde ja, er hat das zwar gesehen, das Hindernis da, hat sich eingebildet, der würde ja durchrutschen, aber dann ist das direkt wegrasiert gewesen. Und bei der Einfahrt, die Bahnhof ist es? Ja, ja, na sicher, er ist reingefahren, der Sofa hat ja einfach nichts gemerkt. Oder gar nichts mitgekriegt, der sieht ja überhaupt nicht. Der wird ja regelrecht jetzt mit dem Anzug abgefertigt, was dahinter passiert ist. Da kann man sich keine Sorgen machen. Aber sollte man, kann man einfach nicht. Ja, und dann haben die Kollegen da beim Abfertigen haben gesehen, Mensch, da liegt ja hier auf dem Dach. Da hat sich schon nicht mehr gerührt. Ich meine, wenn er noch viel gezappelt hätte, wäre es auffälliger noch gewesen. Aber das ist schon. Der ist speziell auch hier diese ganze Signalanlage wird von den Fahrgästen ja beachtet. Wir haben ja auch als Jungs Dummheiten gemacht. Aber die können sie ja nicht rauslehnen aus dem Zug. Das ist alles so, das ganze Profil nennt sie das. Das ist alles ein bisschen knapp bemessen. Jetzt hängen die da raus, mit dem kommt der Cottbusser-Tor durch diese Kehranlage. Das sind ja zusätzliche Signale und dann ist noch so ein Querträger, damit es auch ein bisschen Halt kriegt. Ja, dann sind schon zig Leute dagegen geknallt. Die hängen da aus dem Zug raus, mit dem kommt dann so ein Träger, ruckzuck. Kommt es ab? Liegt da unten, ja. Da rührt sie nicht mehr. Das ist tragisch, aber ist heute leider häufig so, weil das sind keine einmaligen Sachen. Wir befinden uns hier an der Grenze nach Ost-Berlin. Bis zum 13. August 1961 sind wir hier der Linie 1 bis nach dem Bahnhof Warschauer Brücke, der sich etwa 500 Meter hier weiter befindet, gefahren. Ich selbst habe bis zum 12. August 1961 Dienst auf dem Bahnhof Warschauer Brücke als Zugprüfer geleistet. Jetzt, bedingt durch den Mauerbau, ist der Endbahnhof hier vor uns liegend, Schlesisches Tor. Wie war das damals in diesen Augusttagen 1961? Wie haben Sie das selber erlebt? Ja, jeden Tag sind so und so viele Flüchtlinge, wie man sagte,
mit der U-Bahn rübergefahren, speziell in den frühen Morgenstunden, beziehungsweise mit Sack und Pack zum Teil. Also das war offensichtlich, dass die praktisch nicht wieder zurückkamen. Wie sah das hier damals aus, hier an der Oberbaumbrücke? Ja, hier oben hatten sie gleich Stacheldraht gemacht und sie hatten auch schon Gleise, also einzelne Schienen entfernt, so dass also praktisch ein Rüberfahren nicht möglich war. Sie hatten aber Züge dort drüben? Ja, wir hatten insgesamt, die dort drüben verblieben sind, 28 Waren. Und was passierte mit denen? Ja, die hat man dann Tieflader geladen und auf die anderen Strecken verteilt. Sprich auf der Pankower Strecke. Im Osten aber. Im Osten hat sie behalten. Der Osten hat sie behalten. Kommt sie auf der Seite der Innenseite nach Hulin und hier in der Richtung fährt sie nach Schlesien hier unten direkt. Nach Schlesisches Tor. Weiter ist sie. Man sieht aber nicht vorne. Wie lange wohnen Sie denn hier schon? 6 Jahre jetzt. Ungefähr, ja. Ungefähr, circa 6 Jahre. Und man hört hier praktisch nichts? Nee, man hört so selten, sehr selten. Das ist ja wie ein Rauschen. Das, als ob unten noch ein LKW vorbeifährt, das ist fast dasselbe. Läuft jetzt hier unter dem Wohnzimmer schon sehen? Ja, bitte. Ja, bitte sehr. Jetzt geht's dann hier lang, hier unten drunter, jetzt in Richtung Kurfürstenstraße. Guten Tag und die Fahrausweise bitte. Die Fahrausweise nochmal bitte. Hier dann bitte. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. 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 Danke. Habt ihr vergessen? Na ja, hoffentlich, damit ich im nächsten Sommer im Fernsehen sehen kann. Na bitte. Hat sich das wenigstens mal gelohnt? Na so, ich doch. Ist das recht? Aber wenn ich ein Honorar dafür kriege, 40 Mark? Können wir das gleich verrechnen? Ja, genau. Oh, na, das weiß ich noch nicht. Da bin ich nicht zuständig. Das machen wir mit den Wagen hier aus. So. Nimm doch mal so nett von hier. Nein, schreib bitte. Hast du regelmäßig Kontakt mit denen oder öfter schon mal Kontakt gehabt? Ja, öfter schon mal Kontakt gehabt. Ist auch schon so gewesen, dass wenn man dreimal beim Schwarzfahren erwischt wird, ist es ja so, kommt es ja zum Termin. Ne? Man kriegt Geldstrafen, es hat auch schon Haftstrafen gegeben, dass Leute ein halbes Jahr wegen Schwarzfahren im Knast gesessen haben. Und du fährst bewusst schwarz, eigentlich regelmäßig oder immer, ne? Ja, eigentlich ja. Einfach weil es zu teuer ist. Auch wenn ich ermäßigt fahren kann, ne? Ich fahre 4 bis 6 Mal am Tag. Wie soll ich mir das leisten? Das sind 6 Mark. Jetzt rechnet ihr das aus bei einer Arbeitslosenhilfe von 600 Mark, ne? Wie viel das im Monat ausmacht, ne? Das sind 60, ja, 180 Mark, sagen wir 150 Mark im Monat. Und wie oft bist du schon erwischt worden? Das ist jetzt ungefähr das vierte oder fünfte Mal. Seit 1978 bin ich hier, also zwischen 6 und 8 Mal bin ich erwischt worden. In 6 Jahren oder 7 Jahren? Ja.
Aber das geht ja noch, ne? Ja. Das Risiko kalkulierst du ein, ne? Oder ja, das Risiko kalkuliere ich ein, weil es im Grunde genommen, wie gesagt, ne, wenn du meine Taschen momentan kontrollieren würdest oder so, ich habe kein Pfennig Geld, wie soll ich denn nach Hause kommen? Muss ich durch Schwarz fahren? Bleibt mir nichts anderes übrig. Und wie kann man das am besten vermeiden, erwischt zu werden? Ja, wenn ich das erzähle. Ja, sag mal, ne? Wenn ich das erzähle, dann hören das ja die Herren auch. Ja, die wissen das vielleicht schon. Naja, man steigt am besten im ersten oder im letzten Wagen ein. In der Mitte ist immer schlecht. Ne? Und diesmal bist du in die Mitte eingestiegen? Ja, weil ich gepennt habe. Und prompt hat es mich erwischt. Okay. Naja, okay, ne? Tschüss, ne? Ungefähr 19 Jahre hier. Innerhalb dieser Zeit hat sich das alles so ein bisschen umgedreht. Also wir konnten früher mit einem Mann oder zwei Mann in Waren gehen. Da war das alles nicht so schlimm. Die Leute nahmen das nicht so traurig. Aber nachdem nun alles ein bisschen schlechter wurde, die wirtschaftliche Lage, und dann ergab es sich natürlich, dass hier immer mehr ohne. Dann ging das nicht mehr. Dann muss man eben mit ein paar Leuten in den Wagen gehen. Also das ergab sich denn. Und dann auch die Angriffe und die Beschimpfungen, die haben natürlich zugenommen. Also wer da nicht ein bisschen dicke Fell hat, der könnte nun bloß eine Stunde machen und dann könnte er sich zum Gericht begeben und dann die ganzen Anzeigen machen. Also der muss da schon sehr dickfällig sein. Ein bisschen, nicht? Ein bisschen braucht er das schon, nicht? Was kommt denn da so an Angriffen? Naja, das ist nun... Was da kommt? Also das geht von der Vergangenheit, vom Kaiserreich über den Herrn Hitler bis heute. Nicht? Also alles, was sich so angesammelt hat, an den ganzen, den, je nachdem, wie er nun gerade aufgeladen ist, der Betreffende, wa? Der ganze Zoo wird durchgemacht und manche Worte kennen wir natürlich nicht. Und also und dann gleich vorweg hier mit, das bleibt sich nur gleich, ob das nun ein Einheimischer oder ein Zugereister oder ein Ausländer oder ein Bürger jetzt. Also das, im Prinzip ist alles dasselbe. Nicht? Also was wir nun im Laufe der Zeit mitgekriegt haben. Also das letzte Dorf im Bundesgermanien, ein Einwohner, eine Tochter, wird gerade 18, nach Berlin. Nicht? Jeder will doch mal hierher, denn, also weil er sich angeblich hier denn besser entfalten kann. Und dadurch haben wir natürlich viele Westdeutsche. Also das ist tatsächlich auf der Linie 1, gerade nach Kreuzberg runter und Schlesische Tor, da sind viele. Auf der anderen Linie wieder im Wedding. Dann natürlich alle die Gebiete eben, wo nur noch Billardwohnraum ist und wo die alten Häuser noch stehen, nicht? Da sind natürlich die größte Anzahl. Wa? Neulendorfplatz zum Beispiel, Mottstraße, Neulendorfstraße. Alle die alten Häuser, dann sehen wir ja an den Adressen, immer was angegeben wird, nicht? Und das wechselt dann, also dann zwei, drei Monate später, dann wohnt in derselben Wohnung, bei demselben, dann wohnen dann eben wieder drei andere. Also ich kenne die Wohnungen schon? Naja, natürlich. Ne, die kommen immer wieder, sind ja praktisch immer dieselben. Bei dem wohnen wir. Ja. Nicht? Das sind dann die Anlaufadressen, die dann eben Mietergemeinschaft oder was da ist, nicht? Der hat den eben untervermietet und da halten die sich dann auf, die Leute. Seit 1. März 1971 sind wir auf dem Bahnhof hier.
und echt interessant hier. Die Leute, international, vom Chinesen über den Inder, Amerikaner. 12 Sprachen müssten wir können. Das wäre das Beste. Komm, ein bisschen Englisch kommt man auch schon zurück. Ne? Das ist unser guter Geist hier, schon 14 Jahre hier? 15. 15 Jahre auch schon. Ja. Wir dürfen ruhig rankommen. Wir beißen nicht. Was kann man denn hier so erleben auf dem Bahnhof, wenn man 15 Jahre hier ist? Ach, da könnte man Bücher schreiben. Na, ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Ich habe ja mal erlebt, wie sich zwei Transvestiten geschlagen haben, die also jetzt gar keinen richtigen Busen hatten, sondern nur was drin gehabt. Die rissen sich also ab und standen da hier nur mit Höschen da. Und alle gucken natürlich zu, weil die ja doch denn Männer sind. Nicht? Sahen also vorher, konnte man das echt nicht sehen. Haben sich die Handtaschen in die Ohren geschlagen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Erlebnis, wo man immer wieder dran denken muss. Ne? Oder auch hier mit der Rauschgiftszene ab und zu, dass noch einer umgekippt ist. Das ist also nicht so schön. Wie gesagt, da bin ich also froh, dass das Tier wieder verschwunden ist. Und sonst noch. Die Mädels hier, die hier auf den Strich gehen, die kommen ja auch her. Ja, danke, ja. Bitte. Ja, die kommen ganz gerne. Einen kleinen Moment. Holen sie ihr Getränk oder auch was zu essen, dann verschwinden sie wieder hier in der Eilenstraße, in der Kurfürstenstraße. Da verdienen die ihr Geld so nebenbei. Oder auch hauptberuflich. Und da sind also schon recht junge Mädchen mal dabei. So, Pommes Moment. 15, 16, 17-Jährige. Pommes Moment. Das ist natürlich nicht so schön. Die kommen aus der Schule und gehen dann, stellen sie dann hier hin. Zigarre, na, ihr Mäuse, was wollt ihr denn? Zweimal Pommes mit Ketchup. Oh, zweimal. Machen wir aber. Wollt ihr eine Tüte haben oder eine Schale? Eine Tüte. Na, machen wir doch. So, die Leute von der BVG, kennen Sie die auch, die hier arbeiten und die hier... Ja, die tut es uns fast alle. Das ist ein Original-Kiez-Bahnhof in dem Sinne. Vor 50 Jahren jetzt, das hätte man ja fast jeden. Ne? Der hier also auch von den Stammkunden, die wir jetzt 10, 15 Jahre kennen. Große 1,50? Das sind also schon richtige Freunde und Kumpels. Große, ja. Die essen jeden Tag, wir haben also Kunden. Ich brauche mal eine Fanta. Ich brauche mal eine Fanta. Ja, das Lustige an den Sachen ist, ja, ich verstehe also einigermaßen Englisch, da komme ich also ganz gut klar. Aber wenn jetzt irgendwelche aus Oberbayern kommen oder also mit so einem starken Slang, dann machen wir es manchmal schief. Dann wollen sie also statt Brötchen sagen, dann weg, ich möchte weg. Ich denke mal, was willst du denn weg? Weg. Ja, also da meint er nach einer gewissen Zeit dann eben, dass er ein Brötchen möchte. Also gerade mit den Deutschen, die also aus Provinzen kommen. Ja. Das ist also manchmal wirklich zum Schieflachen. So wie wir gestern haben sie nur die Currywurst schon brüllt, haben bald. Ja, ja. Wissen Sie, jeder hat die Currywurst bestellt, der nächste. Ich will auch eine. Die haben wir dann gekriegt, keine mehr. Also sagenhaft. Also was wir wirklich manchmal, wo die herkommen, ja. Dann sagen wir, wir haben eine große Schnauze. Die Westdeutschen manchmal unnützlich. Was kostet denn das? Also ich sage immer 20 Pfennige, nicht? Aber ich sage immer, was sie mir geben. Nicht? Ich sage nicht die. Es ist ja gar nicht vereinbar von oben aus. Nicht? Also was sie mir geben, das ist auch dann meins. Ja? Die zweite Tür bitte, ja? Die zwei, aufpassen Sie auf, ja? Es kommen ja auch manchmal Menschen, die sind dann angetrunken. Und dann sage ich, das sehe ich eigentlich nicht gern, wenn Sie hier reinkommen. Und dann muss ich, sage ich Ihnen ja auch, dass es ein privates Unternehmen ist. Aber Sie benehmen sich ja dann so, ich meine, man hat auch schon manchmal, dass Sie mir auch schon, wenn ich so sagen darf, den Deckel abgerissen und auch so ein bisschen daneben gemacht und so. Aber da habe ich mir gedacht, na ja, schön. Und jetzt, so lange, also jetzt in den letzten Jahren, habe ich das dann eben abgebogen. Wenn ich merke, es ist wirklich einer sehr betrunken, dann lasse ich ihn erst hier gar nicht rein, damit er mir nicht umfällt und damit auch nicht erst muss die Feuerwehr kommen oder dies oder das. Achten Sie auf die Stufe, Madame? Ja, gut, dass wir so sagen. Ja, bitte schön. Ja, bitte schön. Von mir kommt immer ab und zu eine einzelne Dame, trinkt bei mir ein Tässchen Kaffee.
Und ich besuche sie dann und sie besucht mich hier auch. Na, dann plaudern wir etwas und dann nachher sagt sie so, mein liebes Kind, jetzt muss ich wieder gehen, die Zeit ist rum. Ich sage, bitteschön, hat mich sehr gefreut, auf ein Wiedersehen. Ja, so ist es auch. Und wenn hier ein Kunde kommt und er müde ist oder etwas, dann biete ich ihm Platz an, dass er sich hier ausruhen darf. Das ist ganz selbstverständlich, weil ja auch viel ältere Leute hier hauptsächlich reinkommen. Bloß eins ist, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, dass die jungen Mädchen nicht gerade sehr sauber sind. Das muss ich sagen. Oh Gott. Es war eine Zeit lang, da haben sie mir, das habe ich gar nicht mal meinen Chef, ich traute ihnen auch das gar nicht, die Tür von innen beschmiert mit sämtlichen hässlichen Wörtern. Also ich muss sagen, dass die jungen Mädchen mir in dieser Beziehung gar nicht gefallen. Gar nicht. Ich sehe sie eigentlich nicht sehr gern. Ja? Und sie werden auch sehr schnell aggressiv. Dann sage ich, ob sie sich nicht schämen. Und sie könnten sich doch wohl etwas besser bewegen. Das wäre wohl angebracht. Oder ich verweise eben und sage, sie kommen hier eben nicht mehr rein, wenn ich merke, dass sie mir sehr viel Unannehmlichkeiten machen. Und das darf ich ja. Sammelkarte, Mann. Macht Streetwork hier in der Gegend um den Neulendorfplatz und eben auch hier auf dem Bahnhof. Halten sich hier eigentlich noch Junkies auf? Ja, es war halt so, als wir angefangen sind, wir machen das jetzt ein gutes Jahr. Als es kalt wurde, war der Treffpunkt ganz klar hier der Kiosk hinter uns. Da wurde dann auch warme Milch und warmer Kakao verkauft, was gerade für die Frauen, die anschaffen gehen, sehr wichtig ist, sich aufwärmen zu können. Und da war das schon für uns, wenn wir hierher gegangen sind, dass wir sicher sein konnten, auch Leute zu treffen. Und da hat die Polizei dann nach einer Weile durchgegriffen, weil das unangenehm war für die Normalbevölkerung, sag ich jetzt mal, die U-Bahn fahren wollen, da plötzlich 20 Leute geballt zu sehen, die junken, die nicht gut aussehen. Und dann hat die Polizei halt durchgegriffen und hat gesagt, die dürfen sich hier nicht aufhalten, weil das ist U-Bahn-Gelände, sie müssen hier verschwinden und hat sie halt systematisch nach draußen getrieben, ins Bushäuschen oder ja, noch weiter weg. Woran liegt denn die Attraktivität der U-Bahnhöfe für Junkies eigentlich? Zur Kurfürstenstraße, hier, zu? Ja, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man beweglich ist, dass man schnell weg kann, auf die U-Bahn aufspringen kann. Hier gibt es auch Toiletten, das ist halt hier auch so ein Übel, dass es da jetzt eine Toilettenfrau gibt, die natürlich dann auch aufpasst, wenn jemand länger auf dem Klo ist, aber es sind schon gute Bedingungen, es ist warm, es gibt Möglichkeiten zu drücken und es gibt Möglichkeiten, relativ schnell verschwinden zu können, wenn die Bullen kommen. Schon im ersten Betriebsjahr wurden auf der Linie 1 30 Millionen Fahrgäste gezählt. Heute sind es dreimal so viele. Benutzen täglich 240.000 Menschen irgendwo die 15 Kilometer lange Strecke. Die allermeisten zwischen Zoo und Kreuzberg. Als Sie hier gewohnt haben? Das war in den Jahren 1922. Wenn Sie heute die Hochbahn fahren, sind Sie die früher auch gefahren? Ja.
Ja, nur vorsichtig, ganz zu schnell. Und die Züge waren nicht so ausgestattet zu der Zeit. Da gab es noch Unterschiede, zweiter und dritter Klasse. Ja? Ja, es gab nicht Raucher und Raucher nicht. Ja. Ja. Zweite Klasse war natürlich teurer. Was hat es gekostet? Ja, also das ist kein Begriff. Wir haben Tausende von Mark bezahlt, weil Inflation war nicht. Ja. Das kann man gar nicht heute so nicht erläutern, nicht? Diese alten Preise, die damals waren. Sonst 10 Pfennig die dritte Klasse und 20 Pfennig die zweite Klasse. Normal, also in Vorkriegszeiten, vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Aber die Hochbahn ist doch wohl so geblieben im Wesentlichen, ja, wie sie war. Damals war. Ja, ja. Die ist natürlich in der Technik völlig verändert worden, in allem. Das ist ja notwendig, nicht? Aber sonst im Allgemeinen hat sich da nicht viel verändert. Das war die damalige Strecke 1. Das hat so eine andere Nummer bekommen. Oder heißt sie noch 1? Ich glaube, 1 heißt sie noch. Ja. Ja, ja, so ist es. Das hat sich da nicht viel verändert. Wenn ich das so sehe, die Häuser, also ist das gleiche Gesicht. Menschen sind anders angezogen und so weiter, nicht? Ist klar. Wir wohnen jetzt andere Leute, wie ich damals. Ja, natürlich, ja. Die meisten leben ja nicht mehr, die nee. So alt sind wie mein Mann. Ja. Naja, ich werde jetzt im August 87. Und Sie leben jetzt wo? In Ost-Berlin. In Ost-Berlin? Ja, wir haben dahin geheiratet, nicht? Ja? Und sind seit dieser Zeit wohnen wir in Ost-Berlin. Das sind Jahre 1934. Es wird Feierabend in Schlesien. Von der Hektik der Raschauer ist am kleinen türkischen Markt unter dem Bahnhof nichts mehr zu spüren. Orient-Express wurde die Linie 1 lange Zeit genannt. Aber diese Bezeichnung ist aus der Mode gekommen. Kreuzberg, so könnte es in Augenblicken wie diesen scheinen, hat sich an das Nebeneinander von Kulturen und Lebensweisen gewöhnt. Und die Touristen, die mit der U1 zur Entdeckungsreise in den Kiez einfallen, sie werden nur selten enttäuscht bei ihrer Suche nach aktueller Kreuzberg-Folklore. Oh, gibst du mir eine ab? Oh, schade, ich hab so einen Hunger, ey. Hast du ein paar Groschen übrig? Auch nicht. Ey, habt ihr ein paar Groschen übrig? Ja, danke. Ey, toll, Wahnsinn. Hast du eine Mark für mich? Habe nicht. Früher hieß es Halbschalk, ja? Heute macht er das so, ja? Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja. Ich bin ja auch schon 50, ja? Aber damals war ich, da hieß es Halbschalk und so weiter. Heute kommt der Ding auf. Was ist denn dabei? Soll jeder machen, was er will? Stimmt's? Na, wo würden wir da hinkommen, wenn jeder macht, was er will? Die machen ja sowieso was zu wollen. Ja, aber wir nicht. Na, nee. Naja, eben. Ja, hat er sich das angekriegt oder? Nein, echt? Das ist alles voll echt, ey. Wie lange hält denn der dann? 2 Tage hält das so, wie es jetzt aussieht. Ja, guck mal, das Schlafen, die sind lang, war dann. Meine ich ja, wenn du jetzt schläfst. Na, das hält jetzt. Dann kriegt er da oben. Krieg mal hier. Aber nicht. Er hat gefragt, ob das echt ist oder ob das angeklebt. Ey, hast du eine Mark für mich? Also darfst du nicht mit uns reden, nein, verdienen, nee, so geht das nicht. Das ist doch Arbeit. Nein, das ist keine Arbeit. Schlauen ist irgendwo eine Arbeit. Ach, was, wenn's so sehe ich das nicht. Wenn du es jeden Tag machst, ist es eine Arbeit. Ey, bis ich 28 Jahre alt war, habe ich gearbeitet war und habe für mich und meine Kids war gesorgt war und zwar mit Arbeiten gehen und habe mein Geld jeden Monat bekommen. Und dann irgendwann habe ich keine Knete mehr gekriegt war und dann bin ich schnorren gegangen. Das war aber keine Arbeit war. Das ist keine Arbeit, das ist unangenehm, aber keine Arbeit. Ja, es ist genau deswegen, weil es unangenehm ist, ist es irgendwo eine Arbeit. Es ist, weil die ganzen Fressen kommen. Arbeiten ist anders. Du hast Trouble mit dem Bullen und mit dem OD oder was ich was, ey, dann
keine Arbeit. Muss von dem Bahnhof zum anderen rennen, ey, um dein Geld zu kriegen irgendwie, ey, und dir was zu fressen zu kaufen. Dumme Bürger, echt. Ja, also, was ich so die ersten 2-3 Mark oder so, erstmal 2-3 Bierchen. Und dann geht's auch besser. So, weißt du, einfach, weißt du, ohne Sprit kann ein Motor nicht laufen. Ohne Bier kann ein Schnorren nicht laufen. So ist es. Doch, echt. Also das heißt halt nicht, dass du in dich rinschüttest wie so ein Berserker war, sondern dass du einfach nur 2-3 Bierchen trinkst. So. Und dann geht das einfach irgendwie mit dem Reden besser. Aber. Lachen so dreckig, ey. Na, du sagst die Wahrheit. Ja, weiß ich, ey. Prost, komm. Prost. Ey, da ist der Typ, wo die immer erzählten, war. Wir sollen da hingehen. Ey, voll Jazz, ey. Ja, mal kicken, ob was klimpert, ey. Malischen Tor, da stehen sie ja nur viel. Wa? Wer steht da? Da gibt's so die. Ja, aber das ist Penner, also, so die Punker. Wa? Was ist meine Mark, für Fahrer? Ja, gibt's bei mir nicht. Da kannst du arbeiten hier, kannst mitkommen bei mir, sag. Kriegst einen 10er eine Stunde aus. Ja. Bin da die Blöde. Ja, so geht's dann los. Ja, ich meine, das Schlimme ist doch am Leunerplatz. Da ist ja, so ein. Da sind nur viele, die Haschtypen, wa? Ich wohne da unten, also wenn du da rauskommst, du hast mal eine Mark oder hast mal 50 Pfennig hier, und, ja, können da kommen, noch ankicken und das ist also, ich meine, wenn sie in der Meute sind, da kannst du auch Pech haben, wenn du jetzt nach Hause kommst, machen sie dir auf der Fresse oder was, also, so ist, naja, ich hab noch die Angst gehabt, mehr wie Keile kann ich nicht kriegen. Ich würde sagen, die Linie 1 ist doch die echte Arbeiterlinie hier. Viele Ausländer. Also kann ich morgens um 6 eigentlich nicht feststellen. Das ist so bunt gemischt, das kann ich nicht feststellen morgens um die Zeit. Da muss man wohl noch früher fahren. Da sieht man dann eben ja, die Türkinnen, die zwar zur Arbeit getrieben werden, mehr oder weniger. Und da sieht man dann halt doch, entweder die kommen von der Arbeit und haben die Nachtschicht hinter sich, oder die fahren zur Arbeit, das ist große Gebäudereinigung. Da ist dann die U-Bahn nur voll, Türken, Kopftuch. Und das ein paar Laber dann da drin und die unterhalten sich dort in der Landessprache halt. Und es geht dann doch manchmal ein bisschen auf den Wecker halt, wa? Man liest morgens seine BZ und wird halt dadurch doch ein bisschen gestört. Ja, durch dieses laut Unterhalten, was sie auf der Arbeit erleben oder zu Hause. Man versteht ja nicht. Aber doch wird man halt ein bisschen dann morgens doch gestört, ja. Weil man halt nicht versteht davon. Ansonsten könnte man vielleicht da sich ein bisschen was bei denken, was zu erzählen oder bisschen daran teilnehmen, so kann man ja gar nicht, weil man nichts verstehen tut. Ja. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man in der Minderheit sitzt und hört sich von Leuten an, wo man gar nichts von verstehen tut. Ja. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl dann. Kommt man sich gar nicht mehr vor wie in Berlin manchmal, sondern halt auch schon wie, als wenn man ist selber der Ausländer und fährt. Ja, das ist ein komisches Gefühl. Aber ich habe auch in der U-Bahn oft erlebt, dass manche Deutschen absichtlich vermeiden, neben einem Türkinnen oder einem Türke zu sitzen. Die halten sich möglich, also so weit wie möglich fern von dir.
entweder die beschweren sich nach Knoblauch gerucht oder was weiß ich. Oder die sind hier viel zu viele Vornehmer, mit denen die Leute zusammenzusetzen. Vornehmen ist ja seltsam. Ja. Aber ich mache mir gar nicht daraus. Ist egal, wie ich aussehe oder wie ich bekleidet bin. Ich setze mich einfach, wo Platz gibt. Wenn einer sich wenn eine beschweren hat, dann soll sie einander Abteil setzen. Ne? Denn wir bezahlen auch genau so wie die Deutschen 2x20 für einen Fahrschein. Ne? Also wenn ich manchmal mit meiner Frau oder mit meinen Freunden aufs Sofa fahre, im Kino oder Disco, gehe ich nicht oft, also ich mache mir nicht viel aus Disco. Sobald der U-Bahn Hallisches Tor ist, wa? Dann fühle ich mich relativ besser, wa? Dann nähere ich mich meiner Umgebung, weil nehmen wir mal an den Neulandorfplatz. Ich kenne hier keinen. Aber wenn ich jetzt Kottbusser Tor gehen würde, jeder Dritte oder Zweite wird mich begrüßen, mit meinem Namen rufen. Das ist wieder das, was Schönes. Also. Dann weiß man, dass man da hingehört. Aber das eigentlich falsch war. Das wird also gezielt von der Regierung so gemacht, dass die Türken also an einer bestimmten Stelle so aufgestapelt werden. Give me the honky tonk.
Wir sind nicht von hier. Ist ja das Westdeutschland. Und so gerade zu Besuch hier oder was macht ihr? Nee, wir sind abgehauen. Also ich bin zumindest abgehauen. Ich Erzähl mal, ne? Du kommst aus Frankfurt, ne? Ja. Und du bist von zu Hause weg. Ja. Wieso? Nach Berlin? Ja, weil hier angeblich viel los sein soll. Wer hat dir das erzählt? Ach, das hört man noch so. Und was erwartest du von hier? Erstmal alle Diskos, Insider-Diskos durchmachen, müssen. Nächte durchmachen, die Schule erstmal ein bisschen vergessen können. Und was machst du hier so? Also von was lebst du? Ich habe zu Hause bei meinem Vater habe ich noch die Sachen, also aus dem Wohnzimmer und so, habe ich noch so eine Uhr und so mitgenommen. Das verkaufe ich jetzt hier alles. Und da kriege ich halt immer wieder Geld. Aber das geht halt meistens dann für Klamotten wieder drauf. Also Lebensmittel und so, da denke ich gar nicht mal so dran. Ja, und wenn das Geld immer mal zu Ende geht, wie geht es dann weiter? Dann fahre ich wieder zurück nach Darmstadt und dann gehe ich zu meinem Vater oder so. Oder ich gehe auf irgendeine Beratungsstelle hier oder aufs Jugendamt und so. Da kriegt man auch Unterstützung teilweise dann. Sag mal, wenn ihr hier auf Friedhöfe geht, macht ihr das auch? Hier in Berlin? Also in Berlin waren wir noch nicht gewesen, aber es kommt schon noch. Ja, erzähl mal, was macht ihr da? Also ihr geht auch... Ja, wir gucken uns die Gräber an. Und wenn eine Gruft da ist, steigen wir natürlich rein und da wird ein bisschen getrauert und so. Das ist alles ein bisschen... Also irgendwie Hexenbeschwörung machen wir auch dann. Das ist aber immer nachts, oder? Nein, nicht unbedingt. Also nachts ist natürlich am besten, am Tag bringt es nicht. Also das ist halt nicht irgendwie gruselig oder so. Das soll ja irgendwie auch schon alles ein bisschen gruselig sein. Deswegen machen wir das nachts. Ärger mit der BVG und wenn man in den Waggons ist, dann ist es auch immer ein bisschen komisch, dann die Schale rauszunehmen und hinzugehen und sagen, habt ihr mal eine Mark oder könnt ihr uns mit ein paar Groschen unterstützen? Das ist ein bisschen Überwindung, aber das ist nicht einfach. Wir streiten uns immer, wer nur die Schale nimmt und durchgeht. Ne? Ja, es sind eben die Deutschen mal, die sich so schrecklich einscheißen. Also in Paris oder so wird nämlich viel Musik in der U-Bahn gemacht. Oder ich war also in allen möglichen Städten, wo ich dann also auf Reisen die Gitarre mit hatte. Einfach mal just for fun Musik gemacht oder in Bern oder so. Madrid, da ging es überall gut, also viel besser. Habe ich nie Ärger bekommen mit irgendwelchen Behörden. Ne? Gleich meine Frau kennenlernen und die habe ich geheiratet. Und sie ist auch Alkoholiker. Sie läuft jeden Tag 2 Flaschen Schnaps. Meine Frau. Ich habe das ganze Jahr da mitgemacht hier. 15 Wochen habe ich mitgemacht. Jeden Tag bin ich zur Friedensstraße gefahren und habe 2 Flaschen Schnaps geholt. Ja? Für Sie. Friedensstraße Billiger, wa? Das geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Ich bin auch Alkoholiker. Ich bin schon wieder drauf. Guck mal, jetzt habe ich 4 Wochen nicht getrunken. Heute habe ich das erste Mal wieder ein Bier angefasst. Schon angelegt. Angelegt, wa? Ich habe jetzt 4 Monate nicht getrunken. Heute habe ich ein Bier getrunken. Ich hätte es machen dürfen. Weiß ich. Ich hätte es machen dürfen. Das ist schon da. Dass sie sagen, ich bin trocken, ich bin nass oder was, wa? Also, scheiße ist das, wa? Das Leben ist scheiße. Ich würde sagen, ich bin kein Penner. Ich hab eine Bleibe. Meine Wohnung. Verstehst du das? Meine Wohnung hier. Ich bin auch kein Penner. Verstehst du das? Thank you.
Nein, ey, lass mich in Frieden. Ich bin, ich hab nichts gemacht. Ich bin noch nicht mal schwach. Stell dir mal einen Schrank rein. Bin ganz schnell hier. Komm. Du bist, ob ich Waffen habe. So sieht's aus. Hast du schon gemacht? Ich hab nichts gemacht. Ja. Ich bin noch nicht mal mit der U-Bahn gefahren. Ja, scheiße, ja. Geht aus, was du willst. Vielleicht musst du mal irgendwann. Nee, und wenn, dann würde ich ihn euch nicht geben. Das wird er ja. Also, ich hab schon mal aus, was ihr tun. Ein Schrank, immer noch ein Schrank. Andersrum. Wir brauchen dann noch. Ja, richtig, die Beine auseinander. Ja, Mann, ey, ich ja, bin Mann, überhaupt ey, nicht gefahren. Baby, ey. Ist ja gut, Alter. Ja, cool. Ich bin ganz schön, Alter. Das ist mein Ding, ja. Dein Ding, ja? Dein ja, ich meine, ich bin nicht wieder oben gefahren. Ja. Ich leute ja, aber ich bin nicht. Ja, man kann mich doch nicht für irgendwas anmachen, was ich nicht getan habe, oder? Wenn er sie anmachen. Nee, also umgekehrt. Also wenn ich ein Delikt begehe, also müsste ich das doch schon tun, bevor ich dafür belangt werden kann, ja. Oder nicht? Was wollten Sie denn denn in Oman machen, wenn Sie nicht fahren wollten? Ja, ich wollte tatsächlich schwarz hin, aber ich bin nicht. Ach so. Tja, unser darüber befindet der Richter. Nee, wieso der Richter? Aber ich habe innerhalb von 15 Tagen auf jeder Post. Wieso? Ich bin überhaupt nicht gefahren. Verweigern Sie die Annahme der Zahlkarte? Ja. Gut. Weil ich nicht gefahren bin, ne? Das soll auf den Aufschlag. Ja, okay. Ich bin überhaupt nicht gefahren. Ich bin Fahrausweis. Oder sei denn, Sie wollen sich eine Auskunft einholen oder wollen jemand auf dem Bahnhof helfen. Sei denn älter oder gebrechlich oder eine Frau mit Kinderwagen. Und da Sie keine von beiden vorhatten, und gebrechliche Kinder, wo soll ich denn die hernehmen? Gebrechliche nicht, ich glaube, gebrechliche und eine Frau mit aber Kindern. Aber wo soll ich eine gebrechliche Frau ja, aber wir wollten keins von beiden. Sie wollten praktisch die Fahrt antreten ohne Fahrschein. Ja, was? Sind Sie? Ich habe mich total ungerecht behandelt. Bitte nehmen Sie sich einen Anwalt, wenn es zum Termin kommen sollte, können Sie den Richter. Ja, aber gegen die BVG, die haben so viel Knete. Ich glaube, ich tut das schon. Da muss nur noch ein Tschüss. Wenn Sie sich gehen. Wenn Sie die Fahrt abschließen möchten, dann wollen Sie für den Fahrschein, ja? Schlesisches Tor, alle aussteigen, bitte alle aussteigen. Betriebsschluss in Schlesien.
Wieder einmal muss die Belegschaft hier 3 Stunden warten. Dann wird der erste Zug der Linie 1 Kreuzberg wecken. 3 Stunden, die manchmal auch schnell vergehen können. Ich gebe mal eine kleine Steuer erzählen. Ich habe auf Prinzenstraße Dienstjahr abgefunden. Da fahrt ihr hinter alle beiden Seiten ab. Alle beiden Seiten, also über den Monitor. Und da steige ich auf der anderen Seite. Da war ich also ungefähr von 3 Vierteljahren zur Raffaele gewesen. Und da steigen drüben 7 Leute aus, da 7 Männer. Da stellen die sich alle hin und fangen an zu pinkeln. Wa? Und ich stehe an der Seite drüben, wa? In mein Haus. Da das gibt's doch mal her, so eine Schweine, wa? Das muss ich ja wegmachen, wa? So, und dann sehe ich, da rufe ich über ein Mikrofon, ich sage, da kommt die Polizei rein, und ich guck mich auf, wa? So, das fährt jetzt so raus, dann stehen die da pinkeln weiter, wa? Und dann sehe ich so schön die ganze Lache so mit Schaumkrone da runterlaufen, wa? Und ich sage, jetzt rufe ich die Polizei, ich hebe die Telefonhörer hoch, wa? Und mach so, als wenn ich anrufe, wa? Und jetzt hauen die 7 ab, wa? So. Das geht immer, kick immer rüber, wie die Pisse da so runterläuft. Ja, ja, so eine Frechheit, wa? Ich meine, das verstehe ich nicht. Wenn ich pinkeln muss, dann kann ich unten auf der Straße auch gehen, wa? So, naja, dann stehe ich so und gucke mal so mit der Zug hier, kommt ja von Schwedischen Tor runter nach Uleben. Und ich denke, Mann, ich denke, Mensch, das gibt's doch nicht. Sollten Sie es etwa auf meiner Seite auffahren hier? Die 7 Mann da, wa? Kick ich, auf einmal der Zug kommt drin, da kommt die 7 rum, wa? Und wir haben früher so eine Stahlkelle gehabt, wa? Zum Abfahrtchen, wir starten. Und ey, Kraus, auf die losgelaufen. Darf man ja wohl nicht machen, wa? So. Und da kommt mir der erste entgegen, die anderen 6, die reden um. Ich sag, ey, du Sauer, ich hab doch nicht mehr pinkeln, wa? Ja. Ich sag, du, ich ticke, wa? Ich hab die Kelle in der Matte gezogen. Das ist die Kelle mir abgebrochen. Da sind die 6 umgedreht, wa? Und ich renne in den Zugabfahrt der Augen. Das hat die immer jeden geklärt. Ich hab was denn, du, ich hab jetzt da paar. Ich hab was denn. Da hatte ich den Zug ab, der rufst du drüben an, wa? Auf Cottbus, hier auf Heisches Tor, wa? Und dann stellst du dich auf der anderen Seite mit Weiher, wir haben ja so einen langen Weiher. Und wenn du hier reinkommst, dann kriegst du den vor den Kopf. Hinterher nur Verkehrsminister gekommen. Da sind die Zug also abgefahren, ich glaube. Und die sind alle also eingestiegen. Das ist der Oberverkehrsminister eingekommen und nach so Verkehr. So geht das nicht. Das ist Körperverletzung. Ja? Da hat noch eine Bellung gekriegt hinterher. Ist ja richtig. Ich hab's ja hinterher eingesehen. Ja? Nee, Mann, da drüben. Ja, weil ich da schon angefangen hab. Mir fehlt das, was ich denke, das reicht aber, der Mann, der andere nicht so wieder mit nach Hause. Mach mal mit. Wir müssen mit nach Hause, das ist so, aber nicht so weit helfen. Danke, Mann, ich will nicht so viel haben, ich muss auf meine Bühne achten. Eieieiei. Das ist doch so, Mann.